Hallihallo, ihr Lieben. Ich hatte gestern die dritte Stunde Hundehalter-Coaching mit der Anne und der Bonnie, die am Thema Rückruf arbeiten. Und die zwei sind wirklich schon ein super Team, muss ich jetzt mal sagen. Die haben jetzt auch in den letzten 3 Wochen wirklich viel gemacht. Und wir haben uns gestern am Schwanenteich getroffen. Da war wirklich viel Ablenkung, viele Leute. Wir waren da, glaube ich, zur Primetime genau da. Und haben weiter am Rückruf gearbeitet. Themen waren gestern vor allem das Thema Motivation. Wann kann ich belohnen? Welche Belohnung nehme ich? Nehme ich immer das Gleiche oder nicht? Das war so ein bisschen unser Thema gestern, denn die Anne hat bisher immer den gleichen Ablauf gehabt. Sie hat die Bonnie gerufen, sie hat sich hingesetzt und die Bonnie hat ein Leckerli gekriegt. Und das hat auch gut funktioniert. Aber irgendwann wird es nicht mehr so gut funktionieren, weil die Bonnie gelernt hat, okay, wenn ich komme, kriege ich ein Leckerli. Und es ist immer das Gleiche. Da haben wir gestern halt wirklich nochmal drüber geredet, dass es vorteilhafter ist, die Belohnungen immer zu wechseln. Oder auch mal keine Belohnung zu geben. Oder mal was richtig Geiles zu geben. Oder einfach auch mal ein Spiel zu machen. Muss ja nicht immer ein Leckerli sein. Das Ganze nennt sich Spielautomateneffekt. Die Bonnie soll nicht wissen, was kommt. Denn dann ist es nicht mehr so interessant, wie wenn sie immer weiß, okay, wenn ich komme, gibt es ein Leckerli. Das war gestern unser Thema. Außerdem war nochmal unser Thema, wann korrigiere ich und wann lobe ich. Die Bonnie, die kommt, aber sie hat auch die Tendenz, immer mal nochmal abzudriften. Und genau in dem Moment sollte die Anne quasi die Bonnie korrigieren. Und das geht über Stimme, beziehungsweise mit einem kurzen Ruckel an der Leine. Genau, das Timing haben wir gestern nochmal besprochen und durchgemacht und sind quasi eine Runde um den Schwanenteich gelaufen und hatten da wirklich jede Ablenkung, die es gibt. Andere Menschen, Hunde, Enten, Fahrradfahrer, Jogger, Kinder, Hunde, die einfach angerannt kamen, hatten wir auch, all Mögliches. Ich trainiere immer sehr gerne mitten im Alltag, weil da bringt es halt euch auch was. Und das war gestern die dritte Stunde Hundehalter-Coaching mit der Anne. Nächste Woche treffen wir uns nochmal auf dem Feld, weil die Bonnie ja sehr gerne nach Mäuselöchern buddelt und es da noch nicht so richtig gut funktioniert. Aber insgesamt machen die zwei wirklich, wirklich gute Fortschritte. Gut, das war jetzt auch kein schwerer Fall bei den beiden, aber mit Kleinigkeiten haben sie schon viel erreicht.